Da sind wir wieder. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir haben die Stadt zwar nicht komplett gelootet, aber wir haben das gefunden, was wir haben wollten. Und auf dem Rückweg sammeln wir noch ein paar Dosen, eventuell und alles, was aus Eisen ist. Machen das zu Scrap-Material, damit wir die Rüstung von MacGyver herstellen können. Ich mache schon mal wieder ein bisschen Platz. Essen. Trinken. Da habe ich gerade gesehen, dass ich ist meine Vorgabe. Ach, die hatte ich drin gelassen, siehst du? Das kann passieren. Das kann passieren, wenn man zwischendurch immer wieder ausloggt, was ich ja sonst nicht machen würde, wenn ich allein und frei spiele. Also wenn man ausloggt und man hatte was im Crafting-Menü, ist das anschließend weg. Das ist so. Das ist vielleicht nicht besonders schön, aber das ist jetzt bekannt. Und wir müssen damit handeln können. Jetzt packe ich mir die Vorhänge aber, bevor ich weitergehe, sofort in mein Inventar. Und das passiert mir ab und zu immer noch, aber wenn ich das vermeiden kann, dann vermeide ich das. Und auch wenn ich da für ein paar Sekunden stehen bleiben muss. So, und dann machen wir wieder die Armbrust klar. Und tingeln ab in Richtung Heimat. Wir gehen Pferfeld ein, weil die Straße haben wir jetzt entdeckt und erkundet. Da waren keine Häuser mehr. Zwischendurch gibt es in den verschiedenen Biomen immer auch einzelne Häuser, die irgendwo mitten im Wald rumstehen, also so Waldhütten. Oder wie wir in einer vorherigen Folge schon mal gesehen haben, Informationszentren. Und die kann man natürlich nicht finden, wenn man nur auf der Straße entlang latscht. So. Das meiste Essen habe ich in der Stadt gelassen. Also alle Häuser habe ich auch nicht gelootet. Aber wir haben genug, hoffe ich. Was sehr schön ist von den Funpimps, ist meiner Ansicht nach, dass man die Waffen jetzt nicht mehr komplett sofort findet. Also in jeder zweiten Schublade einen Schrottgun. Mein Gott, was war das? Früher ein Kuddelmuddel, überall lagen Schrottguns rum. Komplette Waffen oder Pistolen. Ja, Pistolen sind ja auch noch komplett. Oder Riffels. Und das gab es alles in Hülle und Fülle. Man hat keine Schwierigkeiten, da mal dran zu kommen. Von der Warte aus ist das Spiel natürlich etwas schwieriger geworden. Und jetzt schwimmen wir wieder. Ich hatte gestern bei Lars gesehen, dass, obwohl ich Schwimmen so, ich sag mal, gelobt habe, im Multiplayer-Modus sieht man, dass der Avatar im Wasser läuft und nicht schwimmt. Trotzdem finde ich, dass, wie das bis jetzt gelöst ist, oder wie das jetzt gelöst ist im Moment, weitaus besser als das, wie es vorher war, dass ich übers Wasser springen muss oder einfach drüber laufen kann. Das Tempo im Wasser ist auch sehr schnell. Das heißt, vorher hatten wir das Problem, dass im Wasser teilweise zähflüssiges Laufen nur möglich war. Das ist jetzt weg. Das Problem ist behoben. So, was mir aufgefallen ist, ich hatte in der ersten Folge, die natürlich vor die Hunde gegangen ist, habe ich auf F9 gedrückt, um Gottes Willen, Moment. Da logge ich nochmal kurz aus und lasse eine neue Folge machen. Das ist mir jetzt dann doch zu gefährlich, da ich weiß das nicht hundertprozentig. Sobald ich aus dem Wasser raus bin, werde ich nochmal kurz loggen und dann das Spiel nochmal starten. Ich hätte gerne von meinem Aufnahmeprogramm eine Anzeige, ob das Aufnahmeprogramm jetzt läuft oder nicht. Weil ich bin immer noch sehr aufgeregt, das hat sich bei mir immer noch nicht komplett, ich sag mal, wie soll ich sagen, das ist noch kein festgefahrener
Vorgang, so ein Spiel zu starten oder zu beenden. Also ich guck mal gleich nach, und wenn das jetzt eine besonders kurze Folge ist, dann bin ich natürlich sehr froh, dass ich dahinter gestiegen bin, dass ich wenigstens den Mut hatte zu gucken. Okay, bis gleich.